Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier in Days Gone. Wir sind wieder voll am Stissel, voll am Start hier und gehen hier wieder volles Programm rein. Ja, Deacon ist wieder hier, ne? Voll hier in seinem Element. Ich habe gerade nochmal geschaut. Wir haben ja in der letzten Folge sind wir ja jetzt hier mal runtergegangen in den neuen Bereich. Haben hier den Colonel kennengelernt, der mir so ein bisschen unsympathisch rüberkommt. Naja, schauen wir mal. Und ja, mal sehen, wie es weitergehen wird hier in der Story. Wir müssen mal langsam vorwärts kommen, ne, würde ich sagen. Aber wird schon klappen. Wir sollen uns jetzt erstmal zum Colonel bewegen. Der ist irgendwie 171 Meter da hinten. Warte mal, fahr ich schon mit dem Motorrad hin? Ja, da fahren wir auf jeden Fall mit dem Motorrad hin. Besser ist. Gar keinen Bock dahin zu latschen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist leise. Oh, halt hier. Das ist ein bisschen leise. Bin mir irgendwie nicht sicher, ob das jetzt irgendwie an meinem Kopfhörer liegt oder was. Naja, werden wir rausfinden. Wenn jetzt gleich der Dialog hier auch ein bisschen leise ist, dann muss ich ein bisschen lauter stellen. Obwohl irgendwie. Moment. Wir stellen das trotzdem mal ein bisschen lauter. Audio. Effektlautstärke. Die mache ich nochmal. Ich mache schon nochmal 2 hoch. Ja, ist ein bisschen lauter, ne? Wahrscheinlich nachher wieder zu laut, aber gut, okay, werde ich das rausfinden müssen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Oh, halt. So, wo muss ich hin? So, lassen wir uns mal hier stehen. Dann gehen wir mal den Rest zu Fuß hier. Schauen wir mal, was der Colonel will. Mahlzeit. Und er schlürft sich ein. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Hör rein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. Okay. Ja, Männer wie wir, ne? Gar kein Problem. Wir werden die Welt zurückerobern. Da sehe ich uns. Ein guter Soldat bin ich. Herrlich. Neuer Fertigkeitspunkt. Jawohl. Sollen wir mal gucken, was wir da reinbacken. Zack. Hallo Sabine. Gut, dass du am Start bist. Brauchen wir dein Fachwissen. Okay, was, wie kann ich dir helfen? Oder zumindest versuchen zu helfen? Hau raus. Ich wollte Fertigkeitspunkte gucken, ne? Fertigkeiten hier. So, Moment. So, was machen wir denn hier? Was brauche ich denn noch? Eiserner Griff reduziert den Rückschuss von Fernkampfwaffen. Vielleicht, der ist vielleicht gar nicht so schlecht. Erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen. Okay, Armbrust setze ich eigentlich nie ein. Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du deine Fernkampfwaffen nachlädst. Erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Durch Kopfschusskills gewinnst du Gesundheit zurück. Oh, das gefällt. Erhöht die Munitionskapazität für alle Fernkampfwaffen, auch nicht schlecht.
Die Projektil-Durchschlagskraft von Fernkampfwaffen. Zwei Fliegen, eine Kugel. Oh, alter Schwede. Oh, ich glaube, das nehme ich. Das gefällt mir. Welche Reifen bzw. Felgen würdest du nehmen, wenn du das Auto aufmotzen möchtest? Welches Auto jetzt? Curry und St. John, kommen. Ich habe noch einen Job für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Verstanden, Captain. St. John, Ende. Okay. Sabine, welches Auto machst du denn? Ist die Frage. Also jetzt bei dem... Meinst du jetzt den Lambo, den ich gerade am machen bin? Oder hast du dann ein spezielles Auto, was du da gerade machst? Und ich gehe mal davon aus, dass du Car Mechanic redest. Wäre jetzt so... Alter, was? Bis dahin muss ich kommen? Ach du Scheiße, was ist am Arsch der Welt? Naja gut, da muss ich sowieso hin, ne? Ah, hier ist ja auch noch eine Aufgabe, sehe ich gerade. Ach, guck mal an, was haben wir denn hier noch? Die Hoffnung, die aufgeben, begib dich in das Gebiet nördlich von Chemult. Schutz für die Schwachen. Story. Story. Ein guter Soldat. Ich muss aber eh da hoch. Kehre zum Diamond Lake Camp zurück. Rede mit Curry. Tja, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, wir machen das als erstes, weil dann kommen wir hier oben in die Richtung, dann können wir das direkt mitmachen. Kein Problem. Ja, machen wir. Also, auf geht's. Ein Scheunort. Ich mache gerade einen Roy L. Crone. Also Royale Crone. Der Royale Crone. Das ist halt die Frage, ne? Welche... Also von den Felgen her würde ich die nehmen, wo du sagst, okay, die würden ganz gut auf dem Wagen aussehen. Also wo du dir vorstellen könntest, das auch so... Also wenn du drauf guckst und sagst, jo, gefällt mir. Größe, der Royale Crown ist ja, glaube ich, so ein Kleinwagen. Würde ich so... Ja, Reifen eventuell... Vielleicht maximal 16 Zoll Größe... Größe nehmen vielleicht, wenn es passt, und dann vielleicht so 245 16 oder 245 16 und dann mit einem Royale Crown. Ich meine, hast du den getuned oder ist er scharf gemacht, hat er Leistung? Dann würde ich eventuell einen Sportreifen nehmen, oder ja, ich würde generell einen Sportreifen nehmen auf jeden Fall. Sowas so in dem Dreh. Und Felgen Art hast du getuned. Ja gut, wenn er richtig scharf gemacht ist, dann brauchst du eher einen Rennreifen oder sowas. Also ich hab's jetzt, das wirst du in dem Video sehen, was bei mir am Samstag kommt. Ich hab den Lambo fertig. Da habe ich Rennreifen drauf. Das reicht nicht. Aber mehr will ich ja jetzt auch gar nicht großartig spoilern schon. Aber es reicht halt dem, obwohl doch, kann ich ja eigentlich, weil wir sind ja gerade hier alleine. Es reicht, ich brauche Safe and Slick Reifen. Der hat zu viel Leistung bekommen. Der hat so viel Leistung jetzt. Also, das ist schon echt übel, was da draus geworden ist. Wenn du den so krass getunt hast und richtig viel Leistung hast, musst du schon Richtung Slick gehen. Also Minimum Rennreifen dann. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Hey, so funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht, Mann. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereidigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich kann Äste nieder und viele Bäume. Sowas halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne?
fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem, den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John, Ende. Taylor ist ein Idiot. Du musst safe auf Slicks dann gehen, wenn du das schaffen willst. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja, tut mir leid, Mann. Angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht. Nein, es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Dachte ich... Ja, ich folge ihm, was ihm das hervorhat. Ah, verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Okay, hört jetzt endlich auf zu quatschen. Was zum Teufel treibst du da? Probier's mal aus, Sabine, wie gesagt. Fägen Art. Die dir gefallen und dann mal schauen. Nächsten Dienstag kommt auch ein neues DLC, Jaguar. Die Beamten waren heulende Babys. Er gehört zu Captain Corey. Er kann rein. Aber so dumm sie auch waren, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ihr müsst wissen, dass die ganz hohen Tiere sich in irgendeinem Bunker verstecken und warten, bis die Freaks verreckt sind. Sie haben kein Essen verteilt oder ihre kostbaren Wähler gerettet. Ihr wisst, warum sie wirklich an der Macht sind. Sie retteten die Elite. Männer und Frauen, die kooperierten. Die sitzen unter der Erde und saufen Champagner, während sie warten. Während wir hier draußen verrecken, leiden. Nur damit Nero alles auf Anfang setzen kann. Aber eins haben sie unterschätzt. Da freue ich mich auch safe drauf auf den... Sobald sie rauskommen, um die Welt zurückzuerobern. Wenn die Freaks weg sind, werden wir sie erwarten. Wow, Alter, der sieht ja nice aus. Krass, guck mal hier, von Death Stranding. Wie geil ist das denn? Oh Gott, sogar hier unten kann man diesem beschissenen Radio Free Oregon nicht entkommen. Ich brauch Kohle. Ich brauch saved Kohle. Yep, das gute alte Hochoktanige. Kommt sofort. So, Lackierung, hier will ich nochmal gucken. Ich hatte doch irgendwie irgendein Dekor bekommen. Was war denn das hier? Rahmenlackierung, Akzentlackierung. Naja, die Akzentlackierung lasse ich mal, aber ich hatte doch irgendein geiles Dekor bekommen. Was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, eins von denen, ne? Na gut, okay, die fallen aber ja drauf nicht auf, das ist blöd. Okay, dann halt ich. So, wir haben kein Geld. Das geht doch wohl schneller. Meine tote Oma läuft sogar schneller. Meine so, wo ist der Top jetzt hier? Meine tote Oma in ihrem verdammten Rollstuhl kann wirklich schneller laufen. Sag dich auf, okay? Naja. Das DLC werde ich mir auch safe holen. Aber ich habe auch, Sabine, Life is Strange mir geholt und The House of Ashes. Ich hab's getan. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das jetzt unter die Woche einbuddel. Beziehungsweise der House of Ashes will ich einen Stream machen an Halloween. Da wird ein langer Stream kommen, denke ich mal. Und Life is Strange weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt einbaue. Guck ich mal. Aber freue ich mich drauf. Ich brauche ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager, ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Ah, toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns.
Wissen Sie noch, ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Okay, ich habe schon wieder eine neue Aufgabe. Mach das Kopfgeldziel ausfindig. Anderson, okay, alles klar. Sabine, kurze Frage. Brummt das bei mir hier im Sound irgendwie? Also habe ich so ein komisches Nachbrummen? Weil das ist mir bei der Folge für Samstag im Car Mechanic aufgefallen. Ich weiß nur nicht, woran es gelegen hat. Oder ich vermute, woran... Halt mal die Klappe da hinten. Ich vermute, woran es gelegen hat zumindest. Weil ich das Ladekabel dran hatte. Ich hoffe, dass das jetzt hier gerade nicht so der Fall ist. Weil das wäre schlecht. Alter, was? Guck mal, bis wohin ich da fahren muss. Dem ist ein Ernst? Ich will da hoch, nicht da runter. Oh, okay, komm. Auf geht's. Ich mache auf. Vielen Dank. Und ciao. Okay, dann wollen wir mal hier eine Karte neu aufdecken, ne? What? Okay, wo nicht? Mega nice, Freund. Ich werde mir nächsten Monat auch das neue Level Strange holen. Ist alles okay, ja gut. Wenn man hier keinen Nachbomben hat, ist schon mal sehr geil. Ja, Life is Strange freue ich mich mega drauf. Ich will mal gucken. Das Problem ist, ich bin am Wochenende jetzt wieder auf einem Geburtstag. Ich hoffe, das ist dann jetzt erstmal der letzte. Und, boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Na, also. Und, da weiß ich noch nicht, wie ich es zocken kann, weil ich ja dann auch dementsprechend... Oh, guck mal hier. Ich würde dir gerne abknallen. Muss ja auch noch die restlichen Folgen machen. Zockst gerade die Vorgeschichte. Jo. Ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Mega nice. Also, ich sag ja, Life is Strange ist echt geile Story. Also da haben die richtig was Geiles auf die Beine gestellt, finde ich. So, warte mal, wie sieht's eigentlich mit Schrott aus? Gut aus? Alter, da. Ich hab's ja gesehen, ne? Komm, steh auf da! So, die beiden haben wir schon mal. So, Moment, halt, stopp! Der kleine Assi da oben. Und. Na komm. Hab ich dich, Dreckskerl. Du lauerst heute keinen Drifter mehr auf. Mann, Nometer, ey. Was ein Assi, ey. Okay, sollen wir mal erstmal hier ein. Vor allem, ich hab den ja gesehen und wollte hier schnell rein in Schutz fahren. In Deckung fahren. Hat leider nicht funktioniert. Kann es irgendwie sein, dass ich voll gar keine Munition am Start habe? Das ist echt schlecht. Alter, 12% nur noch. Ach komm, ey. Ich krieg das schon hin. So viel zum Thema. Ich hab noch genug Dingens, ey. Scheiße. Zum Mist. Ja gut, komm, das ist mal okay. Ah, verdammt, ey. Mir geht's sonst soweit ganz gut. Kann ich klagen. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Warte mal, wo waren wir jetzt hier? Irgendwo die Waffe runtergefallen. Hier. Liegt hier irgendwo? Da liegt er doch. Einmal Schrott wieder bekommen. Ah, hier ist die Waffe. Ah, scheiße. Naja, also ich kann mich so nicht beklagen. Bei dir ist auch alles gut. Sehr schön. Das liest man gerne. So, weiter geht's. Und wir heizen durch die Nacht. Ah ne, ist der Tag schon. So, halt, Moment. Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter beschmutzt werden. Alles klar. St. John Ende.
Kein Problem, machen wir. Erstmal tanken hier. Was sehe ich denn da vorne liegen? Das war's. Da bin ich heute dabei. Dankeschön. So, Schrott sehe ich hier wieder gar nichts, aber ich sehe ein Polizeiauto, da sehe ich ja bestimmt auch Munition drin. Machen wir auf die Hütten. Probierst du jetzt doch noch die... Ja, ich probiere, ich habe heute einen Kommentar bekommen, wie das eventuell dann doch noch funktionieren kann mit dieser, nur Jesus kann übers Wasser laufen Geschichte. Das will ich mal ausprobieren, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Bin mal gespannt. Wenn das klappt, dann kann man es ja weiterhin durchziehen. Ich meine, mir fehlt ja dann nur noch... Okay, Anderson. Dann kann es ja jetzt losgehen. Eigentlich fehlt mir ja nur noch diese... über die Ampeln fahren da, aber ich habe immer noch dann ein oder zwei offen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ja irgendeine wieder nicht getriggert hat. Na gut, müssen wir mal schauen. So, wo muss ich hier suchen? Oh, Schrott. Perfekt. Schönen guten Tag. Sind wir zu Hause? Nein. Noch mehr Schrott. Perfekt. Und was ist das? Ein kleines Rohr. Nehmen wir auch noch mit. Was haben wir hier noch? Ah, halt. Ey, da blinkt doch irgendwas. Hä? Hat da nicht gerade was geblinkt? Da nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Auch nicht. Ja, dann wieder raus. Wo sind der Tuppes? Das kann hier jede Hütte durchsuchen, oder was? Verdammt. Schönen guten Tag. Auch hier ist niemand zu Hause. Okay. Hier Sägeblatt. Nehmen wir mal direkt mit. Dankeschön. Was haben wir hier? Elektrische Zünder. Können wir auch hier brauchen. Immer her damit. Was liegt hier noch? Bierflasche. Ist nicht gerade so der Hit, ne? Was wir hier finden. Wo ist denn der doof? Was haben wir hier? Nix. Ja, vielen Dank. Muss ich auch noch fürs Wochenende zwei Folgen machen erstmal. Gucken, ob ich hier heute Abend noch vielleicht hinkriege. Schlecht wäre es nicht. Weil am Wochenende, ja, Samstag, wie gesagt, bin ich wieder auf einem Geburtstag und da muss ich irgendwie das noch hinkriegen. Und ich kann schon wieder kein Rennen fahren. Zweite Rennen hintereinander. Wo zum Teufel ist er? Genau, wo zum Teufel ist er? Flasche, apropos Flaschen, warte mal. Meine Body ist immer ausgerüstet. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann mal einen Verband nehmen. Oh, dankeschön. Noch eine Flasche. Oh, jawohl. Ja, damit Sägeblatt und Kerosin. Und ansonsten finde ich den Tuppes nicht. Wo ist der doof? So, warte mal. Mein Motorrad steht da. Also da waren wir drin, da waren wir drin, hier waren wir drin. Krebs. Mein Sternzeichen.
Okay, schauen wir uns mal um. Okay. Na gut, wo? Oh Mist, Wölfe. Okay, hier hat es ein leichtes Massaker gegeben, würde ich sagen. Okay, warte mal. Ist noch irgendwas? Ja, von hier bin ich ja gekommen, das war nicht Quatsch. Wollen wir nochmal hier schauen, ne? Moment, ich hab schon wieder ein Geräusch gehört. Wo ist das? Das ist es. Das ist was? Wo? Wo ist die Lupe? Ich sehe sie nicht. Ah, hier beim Motorrad. Was haben wir hier? Oh, halt. Ja, komm, mach. Boah! Anderson gepackt. Soll ich jetzt an meine Beute kommen? Na gut, wenn es den Anderson jetzt hier erledigt. Warte mal, Moment. Wir müssen ja dann in die Richtung, oder? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es diesen Anderson nicht mehr gibt. Zu Recht. Da hinten ist noch ein Punkt. Na, schau mal an. Dann wollen wir doch mal hier langlatschen. Wo hat's denn hier hin verschlagen? Hallo? Waren Sie mal Anderson? Nee, leider nicht. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen. Ah, ein Nero-Signal. Okay. Wo ist es? Okay. Schauen wir uns mal hier um. Huah! Alter! Blödes Vieh! Aua! Mann, hab ich mich erschrocken. Okay, wir nehmen nicht die Waffe, wir nehmen... Hier mein Knüppel. Ich meine, hätte man mit rechnen können, ne? Was ein Massaker hier. Weltnotiz 1463. Wir sind bei Position 301 der Dead Coyote Lava. Ironischerweise so genannt, weil wir hier die Überreste eines Canis Lupus Mutans untersuchen. Oder Jäger, die Bevölkerung sie nennen. Hey, ich möchte einen von euch Typen mal was fragen. Uns Typen? Ja, naja, aus der Forschungsabteilung. Also, wie kann der Virus, springen? Sie meinen, von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische, neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Denken Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen. Speichel, Blut, Samen. Boah, wie ekelhaft. Er infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien und sogar Insekten infizieren kann. Wissen ein Injektor. Sie, wir haben hier gibt? Wirklich alles. Eine Menge, gut. Schätze ich. Ja, eine Menge. 5488, um genau zu sein, je nachdem, wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossums, Füchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, können infiziert werden. Muss der eh zur Grippeimpfung. Mein Gott, was bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die geschwollenen und gedehnten supraglenoiden Tuberkel, die ulnare und radiale Tuberositas. Ein normaler Wolf, der kann 50 bis 60 Kilometer pro Stunde rennen. Der Bursche hier, der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrads zerkauen.
was das für uns bedeutet, Corporal, ist, dass wir froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser die als wir. Kommen Sie, verschwinden von hier. Hallo, Tobi. Lieber die als wir. Ich höre ihn zum Glück schon hier. Da ist er doch. Alter Schwede, wo kraxel ich denn hier? In was für eine Höhle kraxel ich denn hier rum? Was soll denn der Quatsch? Na, guck mal an, hier. Ja, komm hier hin. Ja, komm. Alter, direkt zwei. Aua. Und noch mehr Beute. Verdammt. Hier sind noch mehr, ne? Alter Schwede. Halt. Erstmal einen herstellen wieder. Sicher ist sicher. Ah, da kommt doch noch einer. Ja, komm her. Ah, Mann! Ey, bis der dazu haut, ne? Ah, ja. Blödes Vieh. Alter Schwede, bis der da mal zuboxt. Ist ja richtig hart. Okay, ich muss viel früher hauen. Und ich muss viel mehr meine Axt reparieren. So, zack. Ah, ich würde wieder. Oh Gott, ey, wo der hinhaut. Alter, und jetzt ist er noch frei. Ja, moin. Aua. Heil dich doch mal bitte. Dankeschön. Drecksviecher. Wo ist der Blödmann? Also, der ist safe hier in Einzelteilen, aber. Noch so ein Vieh, ich hoffe, das war's jetzt, ey. Die sind aber auch mies, ne? Ernsthaft. Hier durchzwingen. Ach, steht doch wieder einer. Alter, die springen nur, ey. Blödes. Verlaustes Pelzvieh. Irgendwo ist noch einer. Ich höre doch noch irgendwo was. So, bist du hier? Hast du noch deine Elite-Armbänder? Ach, da steht er doch. Ist er von hier erledigt? Ah ja, moin. Dann stirb ich. Jetzt aber, blöde Töle da. Jawohl, sehr schön. Das ist kein Hamster. Nee, das ist wirklich kein Hamster. Mistviecher, ey. Ah ja, moin. Wetter wie bei uns heute, ey. Scheiße. Ranger, verdammt. Vielleicht kann ich. Ach, nö. Nicht dein Ernst, oder? Der kommt aber jetzt nicht hier hoch, oder? Hallo Bär. Ja, guckst du blöd, ne? Okay. Ja. Jetzt habe ich hier ein Problem, ne? Aber ich stehe hier oben, aber ich habe immer noch keine Anzeige bekommen.
Wie komme ich denn um den blöden Bär jetzt drumherum? Wo ist er überhaupt hingelaufen? Ich sehe ihn nicht mehr. Das finde ich so, als wenn ich hier gerade erstmal... Laufen wir mal. Weg. Wahrscheinlich. So weit, so gut, ne? So verscheucht man einen Bären. Oh, guck mal hier, was ich gefunden habe. Ja, moin. Wo ist denn mein Moped? Wo habe ich mein Moped stehen? Was ist denn hier noch rum? Ah, ist mir auch egal. Zieh mal durch. Sehr gut, haben wir das auch erledigt. Nice. Lass mal den Kackbären da einfach mal links liegen, ne? Passt schon. Sehr, sehr schön. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Halt, stopp. Hä? Was denn da jetzt? Entscheid ist. Oh, schon wieder, jawohl, geh weg. War das wieder Asi-Wölfe oder waren das normale herkömmliche Standardwölfe? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil Standardwölfe wären nicht schlecht. Ich könnte nämlich Fleisch gebrauchen. Aber irgendwas könnte ich hier noch einsammeln. Jawohl, Schrott. Das sehen wir doch gerne. Und weiter geht's. Ja, hier ist ja richtig was los, ne? Vor allem voll die mega trostlose, karge Gegend hier. Ne? Das ist übel. Ja, ich bin's. Mach auf die Hütten da. Er gehört zu Captain Khoury. Lass ihn rein. Sieht aus. So, schauen wir mal zu dem Dorf. Hier, du Ampelmann. Hier ist dein Stuff, den du haben willst. Ich habe hier einen Mann gefunden, Anderson. Und wie sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Er ist tot. Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgeführt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Der Dialog war jetzt schon wieder voll leise, ne? Das glaube ich aber durch den Regen gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich ihn, warte mal, können wir den noch irgendwie lauter machen? Dialoglautstärke, ne, die Effektlautstärke eventuell einen runter. Schauen wir mal. Ist halt ein bisschen blöd hier gerade. Naja, gut. So, jetzt komme ich aber hier oben hin, ne? Sehr schön. Würde ich sagen. Zack. Alter, was? Wo muss ich denn da lang fahren, ne? Toll, hab ich gedacht, ich könnte da rumfahren. Naja, okay, ist egal. Fahren wir mal hin, lass den Scheiß vor der Tür, meint er. Ziehen wir uns mal rein, was wir da zu tun haben. Mal auf die Hütten da. Ja, bin nicht schneller. Corporal St. John. Way Taylor an Deacon St. John. Oh, Taylor, ich höre doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay, okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor, du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von denen sind in Highway hoch. Highway 97? Hey, es war ja Tag, bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Da ist eine Gruppe.
Männer diesen Hoch zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Nicht? Taylor. Und die sieht wirklich toll aus. Sollte ich mich irgendwann absetzen, dann will ich dahin. Taylor, du nervst. Bitte nochmal. Und die sieht wirklich toll aus. Sollte ich mich irgendwann absetzen, dann will ich dahin. Shit, ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Kerl. Taylor, Ende. Taylor? Taylor? Ah, verdammt, der Typ läuft noch in sein Verderben. Ja, lass ihn laufen, passt schon. Ah, nee, halt. Ah, hör doch mal auf, da aufzusteigen, hallo. Sollst tanken, du Pfeifenheini. Sprit. Ja, Sprit, genau. Sprit. Ah, immer rein damit. In der Hinsicht ist der Schnee besser, vor allem leiser. Ja, das stimmt wohl. Jetzt geht's ja auch zum Glück wieder. Ah, Hauptsache ist es für euch laut genug, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Headset hier einen weg hat oder so. Weil ich empfinde das gerade irgendwie voll leise, ich weiß auch nicht warum. Oder ich hab's einfach nur auf den Ohren, das könnte auch sein. Das wäre schlecht. Wir finden uns dafür. Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Testkits. So eines wirst du brauchen. Von was? Erz-Testkit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Testkit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Testkit finden? Vielleicht in einer der Hütten? Hier drin ist nichts. Gehen wir doch mal schauen, ne? Hier haben wir das Sprit. Was haben wir hier? Klopapier. Ich finde es laut genug. Ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Dann kommt das automatisch mit dem schlechter Hören. Ne, normalerweise muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich echt gute Ohren. Also auch der letzte Hörtest war, wo die Ärztin gesagt hat, so von wegen, du hast das schon gehört. Kann eigentlich gar nicht sein, sag ich doch, ich höre das. Wenn die da auf ihrem Geräte am rumdrücken ist, beziehungsweise dann die Geräusche halt kommen. Guck ich in die rein. Und von daher, aber aber das habe ich hin und wieder schon mal, dass ich hier bei irgendeinem Game so, wo ich mir denke, Alter, es ist irgendwie leise. Hier, sieht doch gut aus. Betritt die Mine. Oh, echt jetzt? Ich will gar nicht in die Mine. Irgendwas wird mich doch zur Safe jetzt wieder anspringen. Oh, guck mal hier. Dankeschön. Kommst du jetzt hier wieder drüber? Nein, auch nicht da rein. Oh, ich war doch gerade draußen. Ja, ein neues Headset müsste ich, glaube ich, sowieso mal wieder langsam haben. Ich hätte am liebsten irgendwie schon gerne den Gaming-PC und dazu dann passendes Mikrofon, ne? Das wäre natürlich geiler. Aber es wird sehr wahrscheinlich, oder was heißt sehr wahrscheinlich? Ich hoffe, dass ich im Frühjahr hinkriege. Bis dahin sollte ich soweit sein. Also ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal. Oh, da kann ich noch viel mehr Simulatoren zocken und so weiter. Kriege ich zwar noch mehr Probleme mit meinem Streaming Upload-Plan, aber oder was für Streaming, aber hallo, steh mal wieder auf. Mit meinem Video Upload-Plan, aber naja, mal schauen.
Schwierigste ist echt, ne, wenn man das nicht Vollzeit macht, sondern einfach nur so nebenbei, ne, okay, neben seinem Hauptjob. Wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Okay, testen wir das. Okay, gut. Der tritt den Minenschacht. Toll, ich hab doch hier eingesammelt. Warum muss ich da nicht noch tiefer in die Höhle des Löwen rein? Alter, dein Ernst? Warum ist da unten Sprit? Ja, ich habe wirklich zu viel am Start, das stimmt schon. Ich bin auch echt am Überlegen. Ich guck halt auch. Ich meine, das normalerweise, ne, dafür, dass ich ja mehr oder weniger nebenbei mache, aber ich gucke schon hier und da auf die Klicks, ne? Welche Videos gehen für meine Verhältnisse gut? Und ganz ehrlich, wenn ich danach gehe, kann ich eigentlich gar nichts rausschmeißen. On the Road klickt am besten, komischerweise, immer noch. Was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Ja, der Rest aber auch, ne? Bausimulator geht gut. Ja gut, Car Mechanic und Bussimulator so oder so. Sind ja auch relativ neu, aber auch House Flipper geht noch gut. SnowRunner durchwachsen. Muss ich dazu sagen. Aber der macht mir halt auch noch mega Spaß, der SnowRunner, auch wenn ich hier und da mal ein bisschen am Ausrasten bin oder am Verzweifeln bin, wie auch immer. Ah, jetzt weiß ich, wofür der Sprit gut war. Na, also, Zinnober. Ja, komm, ich will das auch nehmen. Für was? Für Erz? Gegner in der Nähe erledigen. Achso. Eine Pumpe. Sie hatten wohl schon damals Probleme mit Überflutungen. Ich muss ja, komm. Tja. Anschalten. Wir machen mal Strom. Ja, was geht noch? Ja, gut, okay. The Witness geht am schlechtesten, muss man dazu sagen. Aber das ist ja eh bald durch. Und das ist ja so ein Just for Funding. Na, also, Zinnober. Dadurch, dass ich jetzt hier aber zwei Story Games noch in Planung habe. Gutes Timing. Es wird schwer. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich raushauen will. Oder raushauen werde, sagen wir es mal so. Das Blöde ist halt. Mir machen halt die Games Spaß und das ist halt dann immer schwierig, ne? So, komm, wir machen das mal hier an und gucken mal, was passiert. Schwärme, verdammt! Ja, das war der letzte. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Kannst du mal sterben? Ja, sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erz sammeln und dann mache ich, dass ich hier wegkomme. So, jetzt sollt ihr mal ganz dringend hier. Oh, repariert. Oh, das ist nicht gut. Okay, der kommt mit seinem Text hier voll schwer hinterher. Okay. Und jetzt muss ich das testen. Jawohl, haben wir auch. Sehr schön. Gut, ich muss weitersuchen. Ich brauche mehr. Hier war noch was. Ja, wie, also, ne, das ist echt ein bisschen, naja, ich weiß es noch nicht, was ich da jetzt schon alles rausnehme. Ja, oder was ich. Das reicht. Schon fast genug. Was im Moment, was aber auch noch gut geht, ist halt der Hausflipper, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hängt es bei mir aktuell so ein bisschen. Ein kleines bisschen hängt es da. Wir gehen so langsam, ich meine, ne, du hast mir da immer wieder Inspiration gegeben oder ich bekomme auch generell immer wieder Inspiration. Also ein bisschen Ideen aus. Das ist im Moment einer, Hausflipper ist der, wo ich mich im Moment aktuell, ganz ehrlich gesagt, am meisten zu durchringen muss. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mal auch mal aussetze. Schauen. Aber der geht halt auch immer gerne, ne? Also wird immer gerne geguckt.
Ist halt immer das Blöde, wenn man echt so ja, die Games zockt, die dann auch noch gerne geschaut werden, so, ne? Wo ist denn Ampelmann hier? Ja, komm her. Oh Gott. Aua. Oh, verdammt. Mann, schlag mal dazu. So, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Haben wir alle? Ich hoffe es. So, wo haben wir jetzt hier noch Erz? Komm her. Ich brauche hier Erz, damit das hier mal vorwärts geht. Okay, ich brauche mehr Erz. Ja. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Ins Verderben wahrscheinlich. Finden wir es raus. Nein, wir finden jetzt erstmal... Ich brauche mehr Erz. Genau. Hier. Da haben wir dann noch was. Ziehen wir mal. Na los, Erz. Zeig mir, wie rein du bist. Gut, das geht. Okay, ich brauche noch ein oder zwei Proben. Ja, hat zu mir geschrieben, Sabine. Ja, wie gesagt, ich muss halt schauen. Ich weiß es echt nicht. Ich will auf jeden Fall die Story Games, die will ich jetzt noch reinballern. Zinnober. Hallo? Kannst du mal hingehen? Und zwar Life is Strange, True Colored und die House of Ashes. Testen wir das. Das sind ja dann auch immer so vorübergehende Geschichten, ne? Hier das Ding, das dauert ja auch länger. Nur noch eine. Noch. Oh, warte mal, bin ich an einer vorbeigelascht? Hä? Was hat denn... Moment, oh, halt. Hier ist auch noch was. Wo finde ich denn hier noch eine? Mehr Zinnober. Da haben wir noch einen. Perfekt. Ja. Und Test. Yes, das geht. Sehr schön, wir haben sie alle. Zuerst brauche ich Platz. Ja, das ist wohl wahr. Weil vor allem Story Games ist ja eigentlich so ein Ding, was halt jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag kommen muss oder sollte. Das ist immer das Ding, ne? Deswegen bin ich ja auch gerade schon am gucken. Mal schauen, wie ich das danach handhabe. Was ist da oben? Noch ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Hier oben war ich noch nicht. Ja, hier wollte ich auch gar nicht hin. Oh, schau mal hier. Lieutenant Weaver, hier ist St. John. Ich habe den Zinnober, den Sie wollten. St. John, gut, gut. Ich bin fast so weit. Oh, Moment. Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Oh. Ja, ich habe noch eine Flasche Wodka im Zelt. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken. Leck mich! St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich habe noch mehr Aufträge für dich. Viva Ende. Braucht man immer. Dieser Lieutenant Viva geht mir voll auf den Nerv, ne? Der baggert meine Frau an. Was soll der Quatsch? Es wird der Zeitpunkt kommen, dann muss ich ihn leider umhauen. Tut mir leid, aber es ist einfach so. Es wird keinen Weg dran vorbeiführen, dass ich ihm einfach eine geben muss. Ja, Schnee. Schnee ist hier wieder allgegenwärtig, leider. Was haben wir denn hier für ein Lager? Achso, hier waren wir eben. Wo ist denn mein Motorrad? Nein. So, da wollen wir mal die 974 Meter wieder zurückeiern.
Halt, runter. Jawohl. Von meinem Glück rausche ich jetzt gleich wieder hier irgendwo in eine Horde rein oder so. Ja, moin. Kaum ausgesprochen, da stehen sie schon. Oh, oh, ich habe ein Problem. Ich sollte ein bisschen vorwärts machen. Alter, als hätte ich... Wow, was ist hier los? Aua. Als hätte ich das gewusst, ne? Steht da eine ganze Horde, ey. Aber irgendwie hat sich das angefühlt, als käme da jetzt irgendwo eine Horde. Muss der bekommen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele das waren. St. John und Captain Curry. St. John und Curry, kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt Sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so kann man es wohl nennen. Ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut, Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Ein Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas potenziell Wertvolles stoßen, verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry, Ende. Wenn du dich für drei deiner Let's Plays entscheiden müsstest, welche wären das? Boah, schwer. Ja, es wäre aktuell safe der Bus-Simulator und Car Mechanic. Einmal, weil sie halt auch neu sind und ja, die halt Bock machen. Ich nehme jetzt mal The Witness raus, weil das halt nur so ein vorübergehendes Just for Fun Ding ist. Das ist ja so, ne? Einfach so mal eben schnell, oder eben schnell ist gut. Aber da kommt halt eine Woche, das mache ich ja mit Son Goku zusammen. Ja, das hier würde ich, will ich auch durchziehen, ne? Also Story Games, klar, ne? Ich sag mal, Story Games würde ich jetzt so safe erstmal aus der Wertung rausnehmen. Ich würde jetzt einfach nur auf diese Langzeitprojekte gehen. Dann würde ich... gute Frage. Ich hätte gerne, ich hätte Bock auf mal wieder auf was komplett Neues, sagen wir es mal so. So, was waren dazu? Und vielleicht nicht mehr Lieutenant. So viele, die so lange dauern, die Games, oder? Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein, 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 nein. Ich meine den Armee-Scheiß. Oh. Okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Eine neue Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung, so ein Scheiß ja, halt. Kapiert. Hey Mann, sag mal, wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island? Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. Okay. Irgendwie mögen die meine Frau nicht, oder? Jo, wir sind auf jeden Fall wieder. Was? Ich weiß, es ist seltsam. Ein Stück weiter. Besorge Hefe. Ja, toll. Wo kriegen wir Hefe her? Also beim dritten, muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich jetzt aktuell nicht. Okay, die drei Let's Plays und die Streams Dienstags und Donnerstags, der Rest der will raus und du hast Platz. Ja gut, das stimmt schon, ne? Da gebe ich dir recht. Das wäre, ja, wäre eine Möglichkeit. Was haben wir denn hier? Mal wieder ein Camp. Ein Hinterhalt-Camp, was wir mal wieder löschen könnten.
Colonel Garrett hat eine Aufgabe. Ich gebe ihn niemals auf. Diamond Lake, da gibt es keine aktuelle Aufgabe, ne? Nein. Und hier das Ding haben wir noch, die Hoffnung nie aufgeben. Das Gebiet nördlich von Schimulz, Schutz für die Schwachen. Hm, das wird auch eine harte Nummer, so hört sich zumindest der Titel an. Ich würde sagen, dann gucken wir erstmal nach der Hefe, oder? So, wo war die Horde? Die muss hier irgendwo gewesen sein. Da musst du hart durchgreifen. Ja, das ist richtig. Das stimmt schon. Ich meine, ich merke das ja auch selber, dass ich halt irgendwo, dass es ne, sehr, sehr viel ist. Und alles. Wenn man halt selber halt gerne die Games zockt, ist halt extrem schwer. Ich hatte auch schon überlegt, ob das hinhaut. So jetzt erstmal so unter der Woche die Story Games zu bringen. Gemischt mit Car Mechanic und Bus Simulator. Entschuldigung. Und die anderen halt jeweils eine Folge dann am Wochenende irgendwie. Aber es ist auch zu viel, das passt auch nicht. Also ich muss auf jeden Fall was rausnehmen. Ich werde mir den Bausimulator werde ich mir safe nochmal angucken, allein schon wegen den Herausforderung. Nur was mir halt jetzt immer mehr ja verstärkt aufgefallen ist, dass sich die ganzen Aufträge halt jetzt immer wieder wiederholen. Ne? Also das könnte man safe auch irgendwo entweder austauschen. Vielmehr, ich will ja da nur noch eine Folge, dann wollte ich ja erst mal pro Woche bringen. Ich hatte halt jetzt nur für Freitag, die hatte ich noch und ich hatte nichts anderes, deswegen habe ich die rausgehauen. Aber das wäre auch noch so ein Ding. Weil diese Straßenbauaufträge und so, ja, die wiederholen sich hart, ne? Das sieht man ja immer wieder, das zeige ich ja dann immer. Ich hatte mit Son Goku vor eigentlich hier halt. Hier lang. Das muss es sein. Oh nein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Hefe. Ja, und Küche. Erstmal. Ja, gut, das Zeug muss in der Küche sein. Oh, scheiße. Brecher. Großartig, Brecher. Das hätte es auch einfach sein können. Autsch. Geh auf! Aua! Oh, Alter! Ja, moin. Leichtes Hund bekommen. Ja, das hast du dir so gedacht, mein Freund. Nein. Autsch. Okay. Schnell. Woo! Lauf. Alter Schwede, ey. Lad nach. Hui. Alter Schwede, ne? Die Dinger, ey, die sind echt übel, ey. Okay, soweit so gut. Yay, haben wir geschafft. Nice. Oh, wieder die kleinen Kiddies hier, ey. Da kommen die Prügel mal mit dem Dings weg. Geht weg hier. Müssen wir Hefe suchen. Mal schauen, ne? Ob wir hier Hefe finden.
Oh ja, moin, da läuft noch ein Brecher rum. Ich sollte vielleicht mal Janus schieben. Oh cool, was haben wir hier gefunden? Ja, stimmt. Der Bus von einem Car-Mechanic. Ja, den hatte ich hier mal geparkt. Habe ich mir gedacht, so lass ich mal hier stehen. Passt schon. Verdammt, wie komme ich denn jetzt hier rein? Alter, dieser scheiß Brecher da jetzt, ne? Zeig mal her, was habe ich denn noch an Munition? Nicht mehr viel. Mach mal auf, Idiot. Alles klar. Ich habe irgendwie ganz schlechtes... Oh, moin. Ich wollte gerade sagen, ich habe ganz schlechtes Gefühl. Da läuft ein ganz schlechtes Gefühl. Take mal das. Dankeschön. Oder. Oder. Da hinten läuft einer. Alter, das sind ja noch zwei. Wo ist denn der? Ich höre den noch da rumknuspern. Wo ist denn der? Da, ein schlechtes Gefühl. Hallo. Ja, genau, du. Komm her, du Ossi. Ich hoffe, der andere kommt jetzt sicher. Ja, sieht gut aus. Ich ziehe den erstmal hier so ein Stück weg, ne, weil dann... Ja, oder nicht. Nein! Warte mal, ich kann den nur anzünden, ne? Hier, ja, brenn, du Asi! Oh. Ganz schlecht, wenn man nachladen muss. Guck mal hier, da liegt dein Kollege so. Da liegst du auch gleich. Alter Schwede. Knapp. Boah, alter Schwede. Stressig. Und die fressen ja so viel Munition, ne? Das ist unfassbar. So, wo ist jetzt der andere Assi? Ach, der turnt jetzt an dem Bus rum, oder was? Ach komm, du willst mich doch rollen. Oh ja, moin, da ist er doch schon. Ob es jetzt der letzte ist? Komm mal her hier, mein Jochen. Ja, genau du, dich meine ich. Komm. Da, fang. Oh, fuck. Ah, dann nicht, dann jetzt hier. Stellen wir mal wieder ein paar, ja? Besser ist. Ja, was hast du denn gedacht? Komm. Nein.
Wow. Lad nach! Wow, also der war knapp. Der gibt aber auch einem Kanickel-Fangschläge, ne? Na los! Das war der letzte. Alter, wenn der dir eine Faust okay. gibt, Junge, dann ist er auch vorbei. Wo zum Teufel ist die Hefe? So, was? Wo hast du den geheimnisvollen Willi entlassen? Was? Wieso? Den geheimnisvollen? Was? Hab ich irgendwas jetzt anders gemacht? Komm schon her. So, jetzt rein hier. Alter Schwede. Was ein Stress. Was haben wir hier? Hefe. Hefe. Wo finden wir die Hefe? Wahrscheinlich hier am Tisch. Was? Das war ein Lappen. Wo haben wir die Hefe hier? Tada. Hast du mal geschrieben? Echt? Habe ich geschrieben, dass ich geheimnisvoll bin? Ja, ich versuch's zumindest. Geheimnisvoll zu sein, ne? Naja, es entwickelt sich ja generell halt irgendwo mit der Zeit, ne? Also gerade wenn man irgendwie hier so... Wie lange mache ich das jetzt schon mit den Videos? 2 Jahre? Und dann auch immer mehr streamt. Ja, ist ja logisch, ne? Dass dann auch immer mehr ja preisgegeben wird von einem irgendwie. Das Ding ist, ja. Ich will halt generell trotzdem irgendwo meine Privatsphäre beibehalten halt, ne? Also ich meine, klar, jetzt, ne, mit 1000, was habe ich jetzt? 1460 Abonnenten oder 465 Abonnenten, irgendwie sowas. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich nicht über die Straße gehen kann oder sowas, ne? Also so groß bin ich dann auch wieder nicht. Aber trotzdem, es wird ja trotzdem irgendwo immer mehr mit der Zeit so. Und ich würde trotzdem gerne irgendwie... Warum nimmt der das denn nicht? Was macht denn der da? Egal, scheiß auf. Das auch so dementsprechend beibehalten, ne? Paff, Junge, zieh ich eine. Na komm, weglaufen ist nicht. Bams. Krabble Ohren können wir hier brauchen. Boah, ich wollte schon sagen, das ist schon wieder so einer, ey. Aber hier war aus, hier rastet, ey. Hören wir mal auf hier die Hütten. Ich brauch Schrott. Ich brauch ganz dringend Schrott. Größtenteils ist es mir doch gelungen, oder? Ich meine, ich glaube, ich müsste mir da jetzt auch so von meiner Community irgendwie keine großartigen Gedanken machen, ne? Also wenn ich das teilweise... Ich meine, ich verfolge ja auch andere YouTuber und so weiter. Wenn ich das dann da sehe, was die da teilweise für einen Stress haben, weil da... Schubst du mich? Das stimmt aber nicht. Dass die Leute, die da stellenweise echt richtig hart abstalken oder was weiß ich, ganz ehrlich, sorry. Also ich meine, das sehe ich ja in meinen Statistiken so, der Altersdurchschnitt ist ja da sehr angenehm. Ja, also, ich habe jetzt nicht irgendwie großartig viele unter 18-Jährige in meiner Zuschauerschaft. Ich sneak mir hier noch ein paar Öhrchen. Nein, das war eine Schreierin. Oh.
Okay, ich sollte hier mal weg. Au. 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 Geht's noch? Ja, das hast du so gedacht. Bams. Bams. Verdammt. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Bild da jetzt? Hast du irgendwelche Substanzen-Intus oder was? Guck mal, da ist eine Alarmanlage dran. Ja, da oben. Geht schon nicht rum wie so ein Schweinchen, komm da runter. So, ich glaube, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe, können wir auch das Ding hier aufmachen, passt schon. Scheiß Alarm. Das reicht mir jetzt. Also ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon seit Jahren. Du bist mir nicht mehr fern. Ja, das stimmt schon. Ich meine, wir schreiben ja auch hier und da mal so über Instagram, ne? Okay. Das entwickelt sich ja dann auch irgendwo so ein bisschen, ne? Warum ja nicht? Das würde ich jetzt nicht, sag ich mal, mit der kompletten Zuschauerschaft, ne? Ich meine, ich sehe das ja auch anhand der Kommentare und so weiter, wer so die Stammzuschauerschaft ist. Und da geht es auch, ne? Oh, hier auch nochmal auf. Ein bisschen Schrott einsammeln. Dankeschön. So, jetzt bin ich wenigstens hier schon mal wieder auf einem guten Weg, ey. So, dann auf geht's. Habe ich jetzt eigentlich meinen Hefe hier eingesammelt? Oder warum ist hier immer noch der gelbe Punkt? Besorge Hefe, ich weiß, es ist seltsam. Oh ne, wir sind immer noch nicht fertig mit unserem Hefe. Ich muss noch mehr holen. Ja dann. Hallo! Stehen bleiben. So viel zum Thema, ich habe wieder Schrott eingesammelt. Okay, okay. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Bist du wahnsinnig? Ey, gib mir mein Teil wieder. Oh, alter Schwede. Hab ich hier fast den Schrott da mitgenommen. So, tolle Wurst. Jetzt habe ich hier. Was ist mit diesem Ding hier? Aha. Jetzt hat er es genommen. Sehr schön. Okay. So, ich brauche immer noch Hefe. Kann ich hier irgendwie hoch? Ne, da oben ist nichts. Wir brauchen Hefe. Aber hier war ich schon drin, oder nicht? Ich habe doch eben hier Hefe eingesammelt. Wo ist denn die restliche Hefe? Ja, der Sturm, da bin ich wahrscheinlich oben. Von der Stammzuschauerschaft? Ja, safe. Du, Frank zum Beispiel. Meister Lampe ist auch schon seit Ewigkeiten dabei. Das sind schon ein paar Leute, ne? Sorry. Die schon echt lange dabei sind, die immer sehr aktiv dabei sind. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich hier irgendwie hoch? Oder finde ich hier sonst noch irgendwo Hefe? Das kann es doch noch nicht gewesen sein hier. So, jetzt lass mich raten, jetzt stehe ich wieder im gleichen Raum, den ich hier auf habe, oder? Das ging gut. Ja, hätte das kommen sehen. Okay, soweit so gut. Aber trotzdem. Da oben ist doch nichts. Mist.
Oder liegt hier irgendwo Hefe auf dem Fußboden rum? Ja, definitiv. Sowas ist auf jeden Fall gut, ne? Also macht ja auch Spaß dann, ne? Dementsprechend. Was mir aber auch Spaß machen würde, wenn ich jetzt hier noch Hefe finden würde. Oder bin ich hier durch? Nee. Ich weiß, es ist seltsam. Ich muss noch irgendwo Hefe finden. Aber ich hab die doch gefunden, oder nicht? Weißt du was? Ich setze mich mal aufs Motorrad und guck mal, was er mir dann sagt. Das kann auch nicht richtig sein. Ne, er sagt immer noch hier hinfahren, okay. Dann muss ich hier noch. Hä? Ah, oh, ich höre schon wieder Köte. Hier muss doch auch irgendwo was sein. Ah, da! Oh, endlich. Ah, hier ist sie ja. Alter Schwede, hat ja noch fast gar nicht lange gedauert jetzt hier nochmal, ey. Die Ecke habe ich nicht gesehen, ey. Ich höre hier irgendwo einen Wolf oder irgendwie so einen Scheiß rumlaufen. So. Nee, du bist tatsächlich nicht die einzige weibliche Person. Aber ich hab, hin und wieder habe ich schon mal, noch jemanden. St. John an, Lieutenant Whittaker. Mache Meldung. Deacon, Corporal St. John, ja. Ich, hab den Anforderungsschein abgearbeitet, die Hefe. Das ist nicht viel. Ich bin sicher, dass es für meine Zwecke reichen wird. Also, nur aus Neugier, wozu brauchst du... Sorry, ich hab zu tun, ich muss aufhören. Wir reden, wenn du hier bist. Whittaker Ende. Okay. Wow! Ich muss meine Taschen auffüllen. Mach mal auf, dir, ich muss da rein. Dankeschön. Okay, gut. Nee, aber wie gesagt, du bist echt nicht die... Du bist ja aktivste, ja, das ja. Aber nicht die einzige. Los, los, los! Da muss ich mich leider enttäuschen. Geht doch wohl schnell. Ja, Sir. Jawohl. Na komm, fahr hier. Rum. Alter, wie weit ist denn das hier bis zu dem Typen? Halt, hier durch. Nein, beziehungsweise zu meiner Frau. Du bist froh, dass du nicht die Einzige bist. Okay, ich kann ja mal gerade ganz kurz gucken. Kann ich dir sogar sagen, wie viel ich ungefähr, also laut der Statistiken hier habe. Also da haben die ja auch schon wieder alles geändert. Ach du Scheiße, Moment, da muss ich gleich nochmal reingucken. Oh, Gott verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann es doch nicht ändern. Naja... Ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Milizarschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Deacon. Und ich sehe sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am.
Meine Hefe, danke. Willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, nein, wo einer ist. Nein, ich mache damit virale Proteine, sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Brot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Hey, warte mal. Hier. Danke. Das sagtest du schon. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Jawohl, wieder was geschafft. Hefe abgeliefert. Sehr geil. So, wie viel Kohle haben wir jetzt hier eigentlich? Oh, 9 Fetch-Kids-Punkt. Wow, gerade mal 1358. Ist jetzt gerade nicht der Hit, ne? Nein, nein. Bitte dorthin. Danke. Was? Corporal St. John. Hier spricht Dr. Jimenez. St. John? Ja. Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann ich für dich tun? Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön, schön. Wie du meinst. St. John Ende. Okay. Na ja, gehen wir mal. Also ich habe gerade mal geschaut, Sabine. Ich habe 7,2% weibliche Zuschauer. Corporal, wie geht's? Hey, ich bin neu in der Gegend. Mein Name ist Deacon St. John. Was haben wir denn hier? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Alice Salazar, aber nenn mich Sal. Hi, Sal. Also, zu dir bringe ich meine Ohren. Hier bist du richtig. Wenn du Freaker-Ohren hast, bring sie zu mir. Alles klar. Oh, wollen wir dir mal was geben hier? Das war's erstmal. Alles klar. Sehr schön. St. John, okay. Hier spricht Captain Curry. Kommen. Ja, Captain, ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt, wo sie vereidigt wurden. Oh. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Ach komm, ey. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter werden. Ja, echt, ey. Da habe ich ja mal Bock drauf. Okay, das ist schon besser. Okay. Alter, 800, das tut weh. Ah, gut, okay, scheiß drauf, ich brauch's ja. Oh, man macht auf dicke Hose. Ja, ich hab's doch. Ja, okay. Ja, super. Ich muss echt mal wieder Fleisch ranschaffen und so, ich muss hier Kohle verdienen. Corporal, wir sind merkt man gar nicht. Ja, das stimmt. Also, es gibt ja auch sehr, sehr viele, die halt, ne, still zuschauen. Ist ja auch okay so, ne? Also, passt ja auch. Wo habe ich denn jetzt hier mein Motorrad vorziehen? Wo ist der denn? Ist der hier? Ja. Warte mal, in welchem Lager bin ich überhaupt? Oh, ja. Corporal, hey. Also, Mann, ich muss dir was sagen. Okay. Ich kenne dich von früher. Naja, nicht persönlich, weißt du, aber ich komme aus Fairwell, so wie du. Ich und meine Freunde haben euch Typen in der Stadt beobachtet. Die Mongrels, meine ich. Auf den Maschinen, mit eurer Lederkluft. Mann, wir fanden euch Typen so krass. Ach ja? Wir waren auch krass. Tatsächlich? Ja, Mann, ja. Ich hatte jede Menge Freizeit. Ich musste die Highschool abbrechen, weißt du. Und hab mein Mädchen geschwängert. Ich musste was arbeiten. Hey, wenn du je vorhast, eine Motorrad-Gang zu gründen, Mongrels oder was auch immer, ich bin dabei, okay? Absolut. Da kannst du lange warten. Klar, Mann. Ja, ja, nein, ich meine ja nur. Ja, so schnell will ich ja keinen neuen MC gründen. Also, passt erstmal. Aber trotzdem danke. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ausgerüstet. Das passt schon mal. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, zur Krankenstation. Ah, hab ich ja gar keinen Bock. Naja, egal.
Was soll's? Nee, müssen wir ja trotzdem hin. Halt hier auf. Ja, Sabine, und die Hauptzuschauerschaft bei mir ist zwischen 35 und 44 Jahren. Also, ist alles so, wie es passt, ne? Zwischen 13 und 17 habe ich gerade mal 2,5%. Also, das ist das, wo ich sage, ja, so passt es für mich auch, ne, dementsprechend. Hey, Doc. Komm rein. Siéntese. Nimm Platz. Nimm Platz. Mhm. Mal sehen. Und? Bei welchem Club warst du damals? Keine Ahnung, was du meinst. No me mientas. Hör mal, Corporal. Ich habe 20 Jahre lang in East L.A. Bandas de Motoristas und andere Bandieros versorgt. Ich kenne das. Und das? Das da war kein Holzofen. Na schön. Halt es sauber. Es heilt von selbst. Gib eine dicke Narbe. Aber ich will, dass du in ein paar Tagen noch mal vorbeikommst. Mach ich. Schon komisch. Als die Stadt brannte und die Horden kamen, schlossen sich tief verfeindete Gruppen zusammen, um zu kämpfen. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Ganz egal. Verrückt, was es braucht, um Menschen zusammenzubringen, hm? Danke, Doc. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute mich hier alle so ein bisschen durchschauen. Naja, Vertrauen erhöht. Das ist aber schon mal sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Yay, wir haben das Vertrauen erhöht. Wir können auf jeden Fall wieder ein bisschen shoppen, sobald wir Geld haben. St. John, komm! Oh. Taylor an Deacon St. John! Ach nö. Taylor, lange nichts von dir gehört. Ich hatte schon Angst, du wärst dem Kerl zu nahe gekommen, den du verfolgt hast. Oh, ich bin nah dran. Ich stehe in seinem Scheißgarten. Ey, ich brauch dich, Mann. Bin bei einem kleinen Camp, südlich vom Crater Lake, beim South Rim Drive. Taylor, hör mir zu. Keine Ahnung, was du machst, aber du... Oh nein, Robert! Lass mich los! Hey! Ciao, Taylor. Taylor? Ach, verdammt! Ja. Ich hatte schon bessere Tage. Was? Ah, okay. Ja, Taylor, ne, ist dann jetzt schon Geschichte. Sehr gut. Gefällt mir. Geht mir wirklich auf den Nerv. Passt schon. So, was ist das jetzt hier? Wir machen keinen Unterschied. Rechts und... Ach, nö. Muss ich mal das Geschwafel jetzt von dem Colonel da reinziehen? Hab ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ich habe ja mal gar keinen Bock auf den Colonel, ne? Naja, komm. Was? Story anzeigen, auswählen. Also, okay. Ja, komm, da gehen wir mal hin. Hören wir uns die Labers von dem mal an. St. John an Lieutenant Whittaker. Kommen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Deacon, hörst du mich? Ja. Hey, ich habe mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom, okay. Was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat, wo finde ich das? Oh, Mist, ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah, Ende. Alles klar, okay. Wir müssen schon wieder was besorgen. Ich komme mir vor wie hier Paketboote, DHL, Hermes, wie auch immer. Nee. Da bin ich ja drunter mit meinen fast 37. Ja, da fällt sie mit drunter. Zeit kamen viele neue Rekruten zu uns. Okay, seid jetzt lauter. Uns ist egal, welche Hautfarbe ihr habt. Uns ist egal, aus welchem Land ihr kommt. Uns ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Uns ist egal, ob ihr schwul oder lesbisch seid, bisexuell oder transgender. Das könnt ihr nicht kontrollieren.
Diese Dinge stammen von Gott. Daran glauben wir. Was wir ächten, sind Lügner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Hurenböcke, Ehebrecher, Betrüger, Junkies, Verbrecher jedweder Art. In diesem oder im alten Leben. Wie ihr euch verhaltet, ob euer Handeln Gott gefällt, das habt ihr selbst in eurer Hand. Jeder Soldat und Offizier, der sich eines Vergehens schuldig macht, wie klein es auch sei, wird genau hier an diesen Ort gebracht und am Hals aufgeknöpft, bis der Tod eintritt. Manchem von euch mag das grausam erscheinen, doch ich verspreche euch, die hier verhängten Strafen sind reine Barmherzigkeit im Vergleich zu dem, was Gott dort draußen vor diesen Mauern über die Welt bringt. Niemand hier ist perfekt. Wir erwarten keine Perfektion. Was wir erwarten, ist Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Mhm. Haltet euch daran, dann ist der Sieg unser. Weggetreten. Jawoll! Genau, es hört sich fast an wie vor 80 Jahren. Aber naja, gut. Ja. Also, es ist egal, wie du drauf bist. Hauptsache, du bist kein Lügner, kein Dieb oder sonstiges. St. John an Lieutenant Whittaker. Kommen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Hä, was? Wie? Deacon, hörst du mich? Oh, schon wieder? Ja, hey, ich hab mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Das hat ihr uns doch schon gesagt. Rette Taylor. Oh, ist dein Ernst? Ey, der bringt... Warum haben wir überall hier immer irgendeinen Trottel, der sich in Schwierigkeiten bringt? Also, ne? Ich frag für einen Freund. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat. Wo finde ich das? Oh, Mist, ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah Ende. Sehr schön. Okay, was machen wir als nächstes? Sollten wir den Doof da retten oder... Irgendwie habe ich das Verlangen, hier das Lager hier auszurotten. Was bestimmt wieder voll die Hölle ist. Was zum Teufel ist das überhaupt? Hat die das denn jetzt hier irgendwo vermerkt oder nicht? Ah, schau an. Wir müssen in die Richtung. Also, auf geht's. Wir haben wieder was zu tun. Kein Problem für uns. Und auf geht's. So, aufmunitioniert hatte ich ja, ne? Ja. Komm mal auf die Hütten hier. Warte, wo ist die Pussy hin? Was soll ich denn hin? Deacon, hörst du mich? Ja. Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am. Das ist ein privater Kanal. Dick. Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich, hier bei uns zu sein. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Komm her, du blödes Vieh. Ah, Mann. Hau doch mal, ich kann den auch mal treffen. Was bist du für ein Idiot, Typ? Mann. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und...
Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt? Das glaube ich dir. Gut, ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, ja, heb mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker, Ende. Ja, auch rein, Perle. Irgendwie ist mir meine Frau ziemlich fett geworden, aber naja, gut, was soll's. Oh, das ist aber kein... Wow! Aua! Ist er noch? Okay. Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Was? Moment, Nest? Hau ab. Okay. Moment, jetzt muss ich aber doch nochmal gucken. Ah, ja. Ah, alles klar, guck mal an. Hier haben wir Nestwehr gefunden. Captain, ja, dann. Tory, hier spricht Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Ach da, Rückzug! Die. Rückzug! Russell, Bericht! Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemort, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch! Los! Na los! Zurück, ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal, hören Sie mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff, verstanden? Ja, Sir, ganz meine Meinung. Russell, Ende. Los! Bewegung, los geht's! Wir ziehen ab! Los geht's! Los, los! Ich höre denen da gerade gar nicht zu, die da am Rumblöcken sind. Schmeißen wir mal. Jawohl, sehr schön. Ist noch mehr? Tatsache. Greifen die mich denn auch an, diese komischen Vögel hier? Wow, offensichtlich. Geh weg. Und zack. Ja, nice. Haben wir wieder ein paar Nester zerstört. Wie finde ich das denn? Indem ich suche, ne? Zack, zack und zack, jawohl. Herrlich! Oh ne, halt, die will ich nicht. Die will ich. So, gibt's denn sonst noch irgendwas jetzt hier? Oh, warte mal, hier ist ein Polizeiauto. Und her damit. So, und du hast doch bestimmt auch noch Schrott vorne drin, ne? Ich könnte nämlich Schrott gebrauchen, ganz dringend. Okay, aber gut zu wissen, dass es hier auch so komische Vogelnester gibt. Aber die sind nicht so aggressiv, die Vögel wahrscheinlich. Finde ich auch gut. Ansonsten gibt es sie nicht. Wovon ein Mensch Single ist. Ja, gute Frage. Ich meine, es war ja jetzt auch in den letzten Jahren, oder in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, halt ziemlich schwierig, jemanden kennenzulernen auch mal. Aber ganz ehrlich, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, sage ich, ach nö, nicht schon wieder. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ja gar... Au! Das ist ja gar... Ja, nicht schlecht. Alter Schwede, wo kommt denn dieser komische Tijo her? Das Tijo. Paf, ey, was? Alter, was? Boah, hat der mir abgezogen. Bams, Junge. Boah, Junge.
Wo kommt denn diese Miezekatze her? Hatten wir schon mal so eine Miezekatze? Okay, gut zu wissen, dass es hier auch Kätzchen gibt. Ja, hin und, also allein schon durch meinen Job ist es halt teilweise auch gar nicht machbar, ne? So viel, wie ich eigentlich unterwegs bin. Oder jetzt wieder auch unterwegs bin. Zack, zack. Alles da unter einen Hut zu kriegen, ist echt nie einfach. Aber, ganz ehrlich, bin da entspannt auch, ne? Ich sage immer, kommt, was kommt, und was nicht kommt, kommt nicht. Wir sollen immer noch Pilze umnehmen. Das ist wohl wahr, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, kommt Zeit, kommt das auch wieder, ne? Mein Gott. Wie gesagt, ich bin da entspannt. Okay, Moment, hier muss ich irgendwas finden. Ah! Au! Mann! Verdammt, hab ich nicht. Ja, okay, ich hab verstanden, sie greifen mich an. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Ja. Na, blödes Kackvieh, geh weg. Oh Gott, oh Gott. Ah! Al! Ey, du! Komm her! Hast du so gedacht, ne? Aber die zu treffen ist doch scheiße. Komm her jetzt. Okay, hier gibt's Nester offensichtlich. Wo denn? Da oben. Alter, was sind das für... Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Au! Alter, die machen einen aber gut fertig. Finden wir etwas Silikat? Silikat okay, finden Freunde. Die Stars, hast du nicht gesehen? Haben wir einen Druck ab hier im Moment. So, jetzt alles durch? Okay. Okay, was haben wir denn da? Oh, voll der Stress hier gerade. Also... Das ist wohl. Ja, je nachdem. Doch, geht auch. Nee, ja, ich geb dir da schon recht, ne, also. Was quietsche. Also, kommt alles mit der Zeit. Hier müsste ich hochklettern können. Okay, irgendwo ist ein Muppet. Da kommt welche! Sehr viel Munition übrig. Oh Mann, ich bin so schlecht im Schießen, ne? Blin. Viecher hier überall. So, okay, Moment, ich sollte einmal Silica suchen, und was soll ich hier noch machen? Was hält dieses andere Kind? Du bewegst du nirgendwo hin hier. Da bist du ja. Ja, hier bin ich. Komm. Durch das Loch vielleicht? Was für ein Loch? Hier?
Oh, was? Ich habe keine Munition mehr? Okay, jetzt hätte ich ein Problem, ne? Moment, da gehe ich aber erstmal Muni holen, ne? Hab ich denn nicht... wo habe ich denn jetzt hier meine ganze Munition verballert? Was ist denn hier los? Und was ist hier? Oh Gott, hier ist so... Ich hab so viel zu tun hier gerade. Okay, jetzt wo erstmal hier Munition. Nachladen. Boah, du blöd mal mit dem scheiß Motorrad. Komm mal her jetzt. Ist das der Assi, den ich da suche? Oder? Ne, warte mal, muss ich irgendwie so einen Assi hier noch suchen? Oder was muss ich hier noch machen? Und warum sind hier überall Punkte auf dem Boden? Ey, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier zuerst machen sollte. Oh, Stress. Was wollte ich denn jetzt hier zuerst machen? Ich soll irgendwo hinlatschen und ich soll irgendwas... Was soll ich überhaupt holen? Selika wollte die haben, ne? Und dann wollte ich zu dem Camp. Ich wollte so viel machen. Okay, wir laufen jetzt erstmal den Punkten hier hinterher, weil ich weiß, wo ich hier hinrenne. Okay, warum? Wo ist das? Wo ist die Lupe? Ich sehe sie wieder nicht. Lass mich genau umschauen. Ja, ich weiß, genau umschauen. Wo ist die Lupe? Ich sehe sie nicht. Verdammte Kacke, wo ist die denn? Muss doch hier die kleine Lupe sein. Verdammte Hacke, wo ist denn das Ding? Naja, wer sucht, der findet, ne? Oder wie war das? Ja, wer weiß. Nur so sind wir halt auch ziemlich weit auseinander, ne? Oh Mensch, wo ist denn diese blöde Lupe hier? Okay, der Sonne geht auf jeden Fall gut Action. Moment mal. Nein, nicht hier lang. Genau, nicht hier lang. Das muss hier vorne sein. Aber wo? Ich bin blöd. Er zeigt es mir doch an. Komm. Krieg doch hier die Geräusche. Mist. Hier vibriert der Controller in meiner Finger. Hier muss es doch... Ich weiß gar nicht, wonach ich überhaupt suche. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier in einer Lupe suche. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ah, hier. Fußabtapsen. Ich sehe sie. Jetzt. Ah, hier. Guck an. Okay, mal sehen. Sag doch, wir suchen, wer findet. Was ist hier los? Weiter geht's. Und was... Warum bin ich hier? Das ist die nächste Frage. Das hat doch nichts mit dem Selika hier zu tun. Oder doch? Okay, ich habe irgendwie ganz schlechtes Gefühl jetzt gerade. Wahrscheinlich mache ich jetzt die Tür da so noch auf und... War schon. Verdammte Freaker, brennt! Gut, dass sie keine Türen öffnen können, ne?
Okay. Oh, was zum Teufel. Das sollte ich mir mal anschauen. Moin. Wer labert denn hier? Okay, Ohren haben wir auf jeden Fall schon mal gesammelt. Soweit so gut. Ah ja. Hundespielzeug. Sehr schön. Ah, hier haben wir noch Lappen. Was haben wir hier? Noch mehr Lappen. Sehr schön. Hallo, schönen guten Tag. Oh. Was? Wer du? Bist du für einer? Vorsicht! Tja, das war's wohl für dich, mein Freund. Und was war das jetzt für einer? Vor allem, warum kann er jetzt hier durch die Tür? Warum habe ich den vorher nicht gesehen? Fragen über Fragen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe eine Aufgabe erledigt, die ich noch gar nicht getriggert habe. Mann. Hallo, schönen guten Tag. Hat jemand Zucker für mich? Nein? Ich nehme mir den einfach aus dem Schrank. Passt schon, danke. Okay, hier hat wohl mal eine kleine Familie gewohnt oder so, ne? Mit Babybettchen direkt am Elternbett. Hm. Aber was war das jetzt hier für eine Aufgabe? Ich habe keine Ahnung. Ich blicke hier nicht durch gerade. Da muss auch noch eine Hütte. Gehen wir da mal hin. Ansonsten ist doch hier nichts, oder? Haben wir jetzt hier alles weg? Ja. I don't know. Ich habe keinen Plan. Irgendwas haben wir hier anscheinend getriggert oder gemacht. Boah. Sehr erschrocken. Offensichtlich habe ich hier irgendeine Aufgabe schon gemacht, die ich irgendwie anscheinend noch gar nicht getriggert hatte oder wie auch immer. Wo? Hier. Okay. Hey, wo war der? Naja, so weit, so gut, ne? Dann gehen wir doch lieber nochmal nach diesem Selika-Zeug da gucken. Huch, Entschuldigung. Jetzt hab ich dich. Ja, ja, das sagst du die ganze Zeit und fährst im Kreis. Geh weg. Aber ich mag den. Ja, das stimmt. Beruht dann auf Gegenseitigkeit. Oh, guck mal hier. Alles verrammelt. Ich muss irgendwie rein. Ach so, das war jetzt hier die Nummer. Moment. Ich nehme nur das Teil und so eine Flasche nehmen wir auch noch mit. So, also rein da. Ja. Ein Tante Emma Laden. Also, wo zum Teufel ist das Silikat? Und wo ist Tante Emma? Ist viel wichtiger, die Frage. Nein, hier nicht. Tante Emma? Hallo? Tantchen? Jemand da? Ah, hier. Guck mal. Na also, Silikat. Silikat? Geht doch. Okay, also jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Das wird nämlich jetzt die nächste Kunst. Wie komme ich hier wieder raus? Ja gut, eigentlich ganz einfach. Da konnte wohl jemand nicht einpacken. So. Kann wahrscheinlich war das Tante Emma. Los, du Scheißteil! Ja! Okay. Wow. Park einfach. Ja.
Okay, komm, reiß mal raus, Rennen. Fetzmann, Scheiße. So, weißt du wohl. Irgendwie habe ich Bock, den Typen da jetzt richtig hier eine reinzubraten, ne? Warte mal, kann ich den irgendwie anzünden? Der kommt doch jetzt gleich hier wieder rum. Komm, den zünden wir jetzt an. Zünd dich an, Jung. Oh, vielleicht sollte ich das mal hinter meinem Motorrad machen. Sarah, hörst du mich? Ich hab das Silikat, das du wolltest. Corporal St. John, ja, ich höre. Ich bin in einem Meeting mit Lieutenant Weaver. Corporal St. John, wann besorgst du mir mal wieder was? Ah, keine Ahnung, Weaver! Corporal, ich erwarte nach deiner Rückkehr einen Bericht. Lieutenant Whittaker, Ende. Verfluchter Weaver. Was zum Teufel hat der vor? Da bist du ja. Hey, Doc. Oh, der... Bist du da? Hier ist Corporal St. John und Doc Jimenez. Kommen. Oh, St. John. Was macht der Arm? Gut, diese Salbe von dir, oder was das war, sie wirkt echt gut. Lass mich das beurteilen. Hey, also, ich wollte eigentlich nur mal wissen, naja, wie gut du Lieutenant Weaver kennst. Lieutenant Weaver? Ich kenne ihn so gut wie die anderen Offiziere. Wieso? Ich weiß nicht, ich besorge Sachen für sie, für ihn und Lieutenant Whittaker, und er scheint dir dauernd nachzustellen, und mir gefällt das nicht. Lieutenant Whittaker kann auf sich selbst aufpassen. Hör zu, St. John. Der Colonel toleriert ein gewisses Maß an Hänseleien unter den Offizieren. Ich würde mich da raushalten. Okay, Doc. Und keine Sorge wegen Lieutenant Weaver. Er ist soweit ganz in Ordnung. Jimenez, Ende. Naja, wenn der das sagt. So, jetzt warte ich hier auf den Tuppes und jetzt schieße ich den von seinem Bike da runter. Ich bin voll am Nerven mit seiner Rumguckerei. So, nehmen wir das. Genau. So, dann gib mir mal meine Waffe. Und jetzt müsste der ja da jeden Augenblick wieder um die Kurve kommen und dann... Sein Bike habe ich ja schon beschädigt. Da könnte er doch schon. Da bist du. So, du Otto, ey. Hör auf, hier rumzunerven. So. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Tada. So, hier unten auch hier rumgeeiert. 4 Uhr. Mal hier nochmal die Autos auf, check mal ab, was hier noch drin ist. Oh, kann man nicht gebrauchen. Schrott gibt's ja keinen, dankeschön, für nichts, okay. Oh, guck mal hier, ein Traum. Sollen wir baden gehen? Aber ich habe keine Badehose dabei, da müsste ich mich ausziehen. Ah, vielleicht dann doch nicht. Weil dann müsste ich das zensieren, das geht auch nicht. So, wie sieht hier aus? Na, Herr Polizist, lief nicht so gut der Tag, wa? So, hier sind wir Maximum. Okay, perfekt. Dann könnten wir doch theoretisch zu dem Lager da fahren. Aber das machen wir dann in der nächsten Runde, glaube ich. Gerade schon gesehen, wir sind schon wieder durch mit der Zeit. Ist ja schon wieder voll. An Halloween werde ich auf jeden Fall länger streamen. Ja gut, wenn wir da sowieso mit House of Ashes anfangen, dann will ich dann so oder so da ein bisschen länger machen. Und Sonntag will ich zusehen, dass ich das hinbekomme, den Stream von Dienstag nachzuholen. Sabine, hast du da irgendwie einen Vorschlag, was wir da machen sollen? Ich hatte überlegt, aber da weiß ich noch nicht, weil dann wie ich das schon schaffen würde in der Folge dann auf die kommende Woche mit Life is Strange, aber es ist ein Risiko, weil ich nicht weiß, ob ich die Folgen dann dafür hinkriege, dann dementsprechend. Da müsste ich mal gucken. Aber ansonsten keine Ahnung.
Vielleicht machen wir auch einen Boss-Simulator noch mal eine Runde. Oder keine Ahnung. Apropos, ach stimmt, ich wollte, genau, das hatte ich hier eben noch. Ich wollte mit Son Goku hatte ich eigentlich vor hier, wie hieß denn das Spiel jetzt nochmal hier, was ich gezockt habe da auf den Inseln? Ich habe schon wieder vergessen. Kann ich was vergessen? Oh ja, und ich muss wahrscheinlich arbeiten am 1. Oh, echt jetzt? Oh, das ist blöd. Das ist natürlich richtig dumm. Ja, aber ich guck mal. Ich weiß noch nicht, wann ich da anfange dann. Wahrscheinlich dann nicht erst um 7 oder so. Sondern ein bisschen früher. Und dann mal schauen. Das heißt, ich gehe früher. Ja, müssen wir mal schauen dann, ne? Aber ich meine, ich lade den Stream ja auch wieder hoch. Und wenn du am Anfang dabei bist, passt das doch schon, ne? Aber der House of Ashes, da freue ich mich echt drauf. Ich habe es glücklich, das kommt ja morgen erst raus. Ich habe es aber heute schon bekommen. Zufälligerweise. Ich habe mir gedacht, naja, gehst du mal in den Laden, guckst mal und siehe da, stand schon im Laden. Perfekt. So will ich das sehen. Und, ja, der Rest. Schauen wir dann. Das ist nicht dasselbe. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber gut, was willst du machen, ne? Arbeiten muss man nur mal leider, ne? Ich habe... Ist bei euch in Österreich der 1. auch ein Feiertag? Ich weiß es gar nicht. Aber du bist ja, glaube ich, in der Pflege oder sowas? Ah, okay. Ja gut, und da gibt es ja dann keine Feiertage. Das ist dann ein bisschen blöd. Gehen alle am Friedhof. Ja, das ist hier bei uns auch so. Wobei ich da im Hotel bist. Naja, ist ja fast wie Pflege, ne? Auch ein harter Job, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit gewesen. Und auch von den Arbeitszeiten. Aber das ist, das habe ich von einer Freundin von mir gehört. Die hat damals ihre Ausbildung in Österreich gemacht, weil die halt sehr hoch anerkannt ist. Was sie gerade hier so Hotels und sowas angeht. Ist mega hoch anerkannt. Und da hat die, ist sie für 3 Jahre nach Österreich gegangen, hat da ihre Ausbildung gemacht. War nicht schlecht. Aber halt auch ein Knochenjob. Aber dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann ich anfange. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir es dann durchziehen. Als Heimhilfe. Das ist sowas wie Pflege dann, oder? Obwohl Heim ist doch... Also Altersheim oder eher so Jugendheim? Ja, den Job kann ich mir, also könnte ich mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen, weil ich ganz ehrlich. Dafür muss man, glaube ich, geboren sein irgendwie. Ich habe vollsten Respekt vor den Leuten, die das tagtäglich machen. Und ich glaube, das habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Die Leute sollten auf jeden Fall safe viel, viel besser bezahlt werden, weil was die Leute leisten da. Ah, okay.
Ah, das ist sowas wie Pflegedienst dann. So wie so ein mobiler Pflegedienst halt. Alles auch. Also wie gesagt, das habe ich mega den Respekt vor. Das muss er echt drauf haben oder können oder wie auch immer man das nennen will. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? Hey, Moment, ist das nicht die Höhle, wo wir eben waren? Ah, okay. Ah, krass, okay. Ja. Ist aber trotzdem ein wichtiger Job, ne? Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, ob sowas bei uns ja auch dann in dem Sinne gibt, wo man halt nur in Anführungszeichen. Ja, genau, richtig. Daran hatte ich jetzt gedacht, an Pflege mit Leute waschen und... Ah doch, klar, natürlich, Haushalt und sowas, ja doch, klar, machen hier auch Leute. Aber ich weiß nicht, ob das dann bei uns zwei getrennte Sachen sind. Das kann ich hier nicht sagen. Ja, aber muss ja auch alles gemacht werden, ne? Das ist schon heftig. So. Kannst du Pflege werden? Okay. Ja, ich gehe mal davon aus, dass bei uns hier auch so in dem Dreh ist. Der ja. Ja, ich sag, die Leute, die sollten halt besser bezahlt werden. Das wäre viel, viel wichtiger. Dass man da viel, viel mehr macht, damit die Leute da die schon die Motivation dazu haben, auch dazu entlohnt werden und so, ne? Ist kein Wunder, dass die Leute da immer weniger Bock drauf haben. Aber gut. Das entscheiden leider nicht wir. Gut, aber wir werden jetzt dann trotzdem mal hier Feierabend machen, würde ich sagen. Dann kriege ich vielleicht noch ein, zwei Videos geschafft heute noch, die ich noch nachträglich jetzt hier reinballer, schon mal fürs Wochenende. Und dann schauen wir mal. Danke, dass du dabei warst, Sabine. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Feierabend, Abend, Restabend und morgen dann einen angenehmen Tag und auch Vorfreude aufs Wochenende. Und dann sehen wir uns in den Videos. Im nächsten Stream, ich hoffe am Sonntag. Eigentlich safe am Sonntag. Und ja, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie versetzt das hier auch gerade ist. Ich habe auf die geringste Latenz gesetzt, dass das alles dementsprechend so passt. Ja, schauen wir mal, ein schönes Wochenende. Danke, danke. Und ja. Wie gesagt, dann sehen wir uns. Ich wünsche dir was. Oder euch, auch die alle da zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.